Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play Feuerrote Edition Pokémon mit mir Enogard. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, alles hier vergessen. Wir haben den Arenaleiter besiegt, richtig, ich erinnere mich. So halb. Ah ja, richtig, das war ja da, wo wir die Arena hier so unglaublich maßen schnell geschafft haben. Mit dem eigentlich super Sicherheitsrätsel. Hätte ich eigentlich nie gedacht. Ja. So, wir können jetzt verschiedene Dinge machen. Unser Pokémon heilen, welches sehr angeschlagen ist. Das ist ganz wichtig. Oh, ja, heilen wir mit meinem Pokémon. Ah, und ich weiß ja gar nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. Beziehungsweise jetzt in der kurzen Zeit. Ich denke, keine Stunde, nee. Weil ich habe gerade mitten in der Nacht 5.50 Uhr. Oh, hallo Ananas, wie geht es dir? Ich bin jetzt einer von der Professor Eis Assistenten. Hast du jetzt einen anderen Assistenten getroffen? Hat ein Paket von Professor Eis für dich, Ananas. Er sagte, er sucht dich bei Route 2, Ananas. Wenn du bei Route 2 bist, halt nach ihm Ausschau, Ananas. Mach ich. Wenn du mich aufhörst, Ananas zu senden. Bla bla bla. Wir wollten irgendwas machen. Mhm. Ja genau, wir haben 5.50 Uhr, wollte ich sagen. Das heißt, es ist sehr früh morgens. Oh, Aufwecker. Wir können hier die ganzen Trainer besiegen. Wir könnten sie besiegen. Machen wir auch. Dude. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Ja, hab ich. Sonst wäre ich nicht hier reingelaufen. Und was setzt du für Pokémon ein? Ein Rattan. Ich hasse Gift-Pokémon. Ich habe ja schon wieder Flor. Ah, schon etwas länger, ne? Oh mein Gott, was kannst du denn für Attacken? Es kann immer noch Tackle. Und wie darf noch was Tackle können? Na super. Das wird ja ein klasse Let's Play. Ja. Das sowieso. Bis. Tackle. Trifft sogar. Ja, und gleich bin ich weg, weil wir haben Sonntag. Und gleich ist ein ganz besonderer Sonntag. Oder heute ist ein besonderer Sonntag. Gottesdienst, eher gesagt. Ja, ja. Aber ich will darüber jetzt nicht eingehen, außer dass ich so total aufgeregt bin und so. Und alles. Und ich eigentlich noch voll viel machen müsste dafür. Immerhin habe ich versucht, ich schäme mich nicht. Und ich glaube, ich nehme es gerade nur auf, um mich davon abzulenken. Ich glaube, das hilft mir ein bisschen, davon nochmal runterzukommen. Versuch dein Glück gegen mich. Ja klar, alter Opa. Ja, ist ein alter Opa, gut. Weil er zockt so. In Berlin haben wir auch so einen Zocker, so einen Taschenspieler, Trickser da gefunden. Und es war ja wohl immer absolut lächerlich, was der da gemacht hat. Das war so ein Hütchendrehspiel, ne? Und wenn man dazu guckt, wie seine Assistentin da immer dann so wetten, dann ist das ja voll easy und so, und dann macht er immer voll viele Fehler. Was eigentlich voll leicht ist, darauf zu kommen, aber die Assistenten sind natürlich zu blöd dafür, ne? Ja, und dann denkt man sich natürlich, ja, das könnte ich doch tausendmal besser. Also, weil du dran bist, ne? Ja, dann geht's richtig rund. Dann sind die flinker, als du zählen kannst. Dann bist du flinker, als du zählen kannst. Also sind die flinker. Ja. Ich halte nichts von sowas. Das ganze Leben ist ein Glücksspiel. Nö, ja, so halb. Eigentlich nur die Geburt. Aber ansonsten, ja. Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Ja. Das müsst ihr, liebe Zuschauer, nicht tun, denn in diesem Let's Play wird es nicht spannend. Deswegen braucht ihr keine Angst vor Hochspannung haben. Ja, das sollte jetzt lustig sein. Ich weiß nicht, ob das gut ankam. Ich hoffe mal einfach. So, Rasierblatt gegen das Magnetilo. Magnetilo ist besiegt. Vielleicht wird das langsam langweilig mit so überlevelten Pokémon. Ich habe so das Gefühl, ich glaube... Nee, ich glaube, wir müssen bald mal neue Pokémon... Ich glaube, ich breche hier die Route ab und nutze das später mal ein bisschen leveln, weil es gibt ja ein paar Pokémon, die wir bald kriegen. Und die sind ja noch nicht so stark wie unser Bisaflor. Und ich glaube, die könnten sehr gut das Ganze hier gebrauchen.
und so halt, ne? Versteht ihr, Leute, ne? Die können das sehr, sehr gut gebrauchen. Tja. Deswegen müssen wir jetzt mal versuchen, hier ein bisschen durchzumogeln. Jo, das ist gut. Ah, kein Pokémon Blitz erlernen. Bin so gerade überlegen, ob ich ein Pokémon... Aber ich habe eh keine 10 Pokémon und könnte mir die TM holen. VM. Ich mach mich besser wieder an die Arbeit. Ja, ja. Sorg mal dafür, dass deine Let's Plays hochspannend werden. Das ist immer eine gute Idee. Let's Plays hochspannend zu halten, damit viele Zuschauer kommen. Ja. Stille. Wir wollen einen Moment gedenken an irgendwelche Freunde. Und Verwandte. Und sonstige Leute, die uns gerade in den Sinn kommen. So. In der Zurier City können wir mehrere Dinge machen. Yay, wir sind wieder zu Hause. Und sehen uns so sehr wieder nach drinnen zu sein. Typisch Stubenhocker hier, ne? Nie an die frische Luft hier, die Ananas. Kein Wunder, dass sie so eingeschrumpelt aussieht immer. Ja. Ja, klar möchte ich das wahrscheinlich einsetzen. Früher war das Lamus hier, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da wollen wir hin. Weil, ich erinnere mich, ja, wir erinnern uns alle. Wir haben noch ein oh, das ist ein Radcoupon, haben wir nämlich erhalten. Oh, es gehört dir. Tja, so schnell kriegen wir ein Fahrrad. Gegen einen Coupon, der 1 Million Poké-Dollar wert ist. Unrealistisch, aber wahr. Unrealistisch, aber wahr. Tja. Kann ich nichts für. Bin noch leicht müde. Weil ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Na. Ja, ja. So ist das Leben. Aber es muss weitergehen. Ich habe mir gesagt, ja, jetzt nimmst du einfach noch was auf. Musst ja was da haben. Das ist ja blöd. Ah, gegen den Trainer. Gegen die Trainer muss ich kämpfen, ne? Ja, ist blöd. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Ich bin gerade kurz beschäftigt. Also nicht wundern, dass gerade nichts passiert gegen die Ingeborg. Ja, super. Pflanzen-Pokémon. Yay! Kämpfen mit Tackle dagegen. Und? Nö. Nö. Ich hasse Pflanzen-Pokémon. Das nächste Mal, wenn ich wieder spiele, dann nehme ich mir einen Glurak. Da sind keine ätzenden Gegner bei. Ja, man macht alles mit einem Schlag weg. Viel sinnvoller. So. Und noch ein Tackle. Ja, gerade eben gelähmt. Ja, Volltreffer kommt pünktlich. Ganz ruhig. Ich habe mir gestern ein neues Hemd geholt. Und, ja. Ich wollte mir eigentlich ein rotes Hemd holen. So ein richtig knallrotes Hemd. Hatten sie aber nicht mehr. Also so ein rotes Hemd wie die Antipendien an Festtagen wie Konfirmation und sowas haben. Wenn ich weiß, was ein Antipendium ist, der kann das googeln. Altarbehänge, ansonsten für die, die zu Hause sind. Und ja, hatten sie nicht dieses rote Hemd mehr. Yeah. Zum Glück hatten sie 20% Rabatt auf alles bei C&A. Und dann habe ich mir ein anderes Hemd geholt. Ist jetzt so ein grün-weißes Hemd. Mhm. Finde ich jetzt nicht ganz so hübsch, aber es geht. Naja. Ich gönne mir gerade einen Schluck Kaffee, Cappuccino. Weil ich habe ausgelernt von der letzten Folge, dass ich momentan sehr schnell heiser werde und dass ich bei jedem zweiten Angriff paralysiert bin. Okay, ich werde nicht aggressiv. Mhm. Ja. So.
So. Kui. Noch ein Knuffenser. Ja, Leute, ihr seht, ich bin ein bisschen leicht beschäftigt, aber versuche mich hier zu konzentrieren. Konzentrieren. So, ich nehme noch einen kurz. Ne, ich nehme keinen weiteren. Ich setze bei Tackle ein. Ich muss vorwärts kommen. Besiegt. Ja, und besiegt. Du hast gewonnen. Boah. Du benutzt eine Lichtquelle, um den Tunnel zu durchqueren. Das benötige ich nicht. Ich brauche... Apropos. Kurz. Fahrrad! Select. Wir eine neue Melodie. Du. Wie viele Schütze haben wir? Ja. Die reichen garantiert nicht, aber egal. Aber egal. So. So. Ja, vorbeigekommen. Ja, ich überspringe jetzt einiges in dem Spiel hier, weil ich will neue Pokémon trainieren und nicht die alten Pokémon trainieren, weil es lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich nicht. Du hast keine Chance gegen meine Pokémon. Ach, das will ich sehen, Roland. Mit Käfer-Pokémon. Ich wünschte, ich hätte schon Feuer-Pokémon. Aber das fange ich mir ja erst gleich. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Wieso willst du mich ärgern? Du verruchtes, dummes, kleines Spielchen. Wir kommen hier noch heil durch. Ein Blutzock! Tyrus, ich darf auch noch nicht, doch jetzt darf laut genug sein. Ha, wir haben 6 Uhr. Ruhe ist vorbei. Ruhe, Schlafruhe, Nachtruhe. Nachtruhe ist vorbei, liebe Nachbarn. Aufstehen! Oh, es scheint die Sonne draußen. Ich könnte langsam die Rollladen hochziehen und mein Fenster aufmachen. Weil hier stinkt schon wieder. Ja, also hier stinkt es natürlich nicht. Das ist eine ganz normale Gamer-Wohnung. Ja, dieses Lied muss ich nachher noch jemandem geben, weil er nur mit Noten singen kann. Genau wie ich. Ja, es sind tolle Lieder, die wir heute singen werden, zum Glück im Gottesdienst. Ich muss mich gleich noch einsingen. Hab ja nur noch 4 Stunden bis zum Gottesdienst. Beziehungsweise in 3 Stunden muss ich da sein. 4 Stunden beginnt der Gottesdienst. Gott, oh Gott, ist das wenig Zeit, die ich noch habe. Wer keine Käfer mag, den mag ich auch nicht. Geh, guck woanders hin. Guck woanders hin! Ja, geschafft. Wir überspringen hier gerade sehr viel. Das braucht ihr mir nicht sagen. Das weiß ich. Aber ich mache das alles nur euch zuliebe. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist alles nur euch zuliebe, weswegen ich das hier mache. Weil nur um die paar neuen Pokémon hier reinzuholen und sie noch nachhaltig zu leveln. Ich weiß ja nicht, ob ich das offscreen mache. Nee, ich mache das nicht offscreen. Das wäre ja langweilig. Weil die ja voll viel verpassen. Ich level die also an...